Über das Rennen der Profis haben wir hier in Frankfurt ja schon ausführlich berichtet, aber wir wollen natürlich die Age-Gruppe nicht vergessen. Da wurden hervorragende Leistungen erzielt über den ganzen Tag. Es ging bis spät in die Nacht. Um 22 Uhr war Zielschluss und wir wissen alle, im Age-Group-Bereich 2 Grad mehr sind gleich eine halbe Stunde länger auf der Uhr. Der schnellste von allen, das war aber Benjamin Winkler. Benjamin, du warst so als 7., 8. aus dem Wasser gekommen und dann bist du auf dem Rad nach vorne gefahren. Wie war das gestern da draußen? Ja, also erstmal, das Schwimmen lief wirklich super. Also ich habe mich gefreut, dass wir ohne Neo schwimmen dürfen. Das ist für mich als relativ guter Schwimmer natürlich ein Vorteil. Schon beim Schwimmen hatte ich wirklich Glück, weil ich gerade so die erste große Gruppe bekommen habe. Also einer war ganz vorne weg, der hat uns, glaube ich, 5 Minuten genommen. Aber dann in der ersten guten großen Gruppe konnte ich mitschwimmen. Das war so eine Gruppe, die vom Tempo her wirklich exakt gepasst hat. Also da war es schon wirklich ein guter Start in den Tag. Ja, und dann kommt das Radfahren, das ist halt meine große Stärke. Mir war bewusst, dass das schon ein ganz schön harter Tag wird bei den Temperaturvorhersagen. Und deshalb habe ich es auf dem Rad verhältnismäßig kontrolliert angehen lassen. Das war auch wirklich sehr, sehr gut. Also am Anfang war es wirklich so, dass ich dachte, okay, ja, geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Es hat sich dann im Verlauf, als es immer wärmer wurde, schon relativiert, dass ich dachte, okay, mal gut, dass du wirklich so konservativ angegangen bist. Und zum Ende wurde es dann trotz allem wirklich langsam zäh. Und da dachte ich schon, oh, mal gucken, wie sich gleich das Laufen anfühlt. Aber bist du da informiert gewesen über deine Platzierung, über deine Position? Also ich wusste, dass ich die Leute aus meiner Gruppe, aus der Schwimmgruppe, alle hinter mir gelassen hatte. Ich wusste, dass auch noch einer vorne war, den habe ich ja im Wasser irgendwo mal wegziehen sehen. Ja, den haben wir gesehen, als er in die Wechselzone kam. Der sah schnell aus für einen Radfahrer, aber man sah, der kann wahrscheinlich nicht so gut laufen. Das war ein richtiges Kraftpaket. Ja, das konnte ich nicht so ganz einschätzen. Also ich habe ihn mit den führenden Frauen zusammen überholt und hatte ja natürlich keine Ahnung, wie es dann steht, aber... Das heißt, nach dem Radfahren wusste ich eigentlich gar nicht so genau, wie es steht. Auf der Laufstrecke habe ich dann zugerufen bekommen, dass das eigentlich relativ gut aussieht. Vor allen Dingen, dass die Laufzeiten hinter mir auch nicht so super schnell sind. Also das Laufen lief bei mir eigentlich super gut los. Ich hatte immer kontrolliert laufen, aber das ist dann ja immer, wirft man ja immer ganz schnell mal über Bord. Von daher waren die ersten 10 Kilometer schon noch relativ fix. Dann dachte ich, ja, das kann ich bis übermorgen so laufen, aber war dann natürlich nach 10 Kilometern auch schon wieder vorbei. Und dann wurde es echt zäh und ich bin auch wirklich schlagartig langsamer geworden und glücklicherweise habe ich aber immer zugerufen bekommen, die hinter dir, die laufen genauso schnell und die machen nichts gut und das war dann schon ein beruhigendes Gefühl und ich habe dann auch die Gesamtplatzierung im Age-Gruppe-Feld zugerufen bekommen, dass ich immer so 6-7 Minuten habe und das war schon ein beruhigendes Polster und dann dachte ich mir, so langsam kannst du eigentlich gar nicht mehr werden. Ja, und jetzt bist du nicht nur Ironman-Europameister deiner Altersklasse, sondern overall bei den Age-Gruppern. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist klasse. Also ich spiele ja immer so ein bisschen auf die Gesamt-Age-Grupper-Platzierung. Ich gucke immer gar nicht so sehr auf meine Altersklasse. Von daher war das eigentlich auch das, wo ich den größten Fokus drauf gelegt habe. Und ich habe gesagt, okay, wenn es wirklich gut läuft, dann kann ich im Gesamt-Age-Grupper-Feld wirklich eine gute Rolle spielen. Und dass es jetzt der erste Platz geworden ist, macht mich natürlich super happy. Also das ist schon echt klasse. Vergleichst du deine Zeit dann noch mit denen der Profis? Ja, ich gucke natürlich schon immer, wie so die Abweichung dazu ist. In diesem Jahr war das schon ganz schön heftig, also dass der Jan eben doch noch mal weit über eine Stunde schneller war, da dachte ich auch, uiuiui, Mann, wie hat er das gemacht? Aber gut, sind halt auch Profis und ich bin halt ein normaler Age-Grupper. Ne, ja, steht man auch da drauf, möchte man vielleicht auch mal überlegen, ich könnte mir vorstellen, bei den Profis zu starten? Oder wie bestreitest du deinen allgemeinen Alltag? Ja, also ich bin jetzt AK 35, also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Von daher sehe ich mich auch als ganz normalen Age-Grupper, also ich habe einen ganz normalen Fulltime-Job und das andere lasse ich die Profis mal machen und bleib lieber bei dem, was ich mache. Wo der Zug aber noch nicht abgefahren ist, das ist das Thema Hawaii. Wir wissen, du bist nicht zum ersten Mal qualifiziert für Hawaii, aber du hast den Slot bisher nicht angenommen. Was passiert gleich? Tja, bisher habe ich es immer verstreichen lassen. Bin dafür immer gefragt worden, wieso machst du das bloß? Willst du nicht mal hin? Das ist so geil. Mach das doch bloß mal. Und also heißer wird es dann nicht? Ich werde ihn gleich annehmen, ja. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Benjamin Winkler auf Hawaii. Alles Gute für die Vorbereitung bis dahin. Danke dir.